Hallo und herzlich willkommen zurück zu The Witcher 3, wo wir momentan immer noch die Mordserie untersuchen, die hier vonstatten geht. Ein Zettel, wie ich gerade sehe. Predigt eines besorgten Bürgers. Was hat das was mit der Quest zu tun? Predigt eines besorgten Bürgers. Vergesst nicht, liebe Leute, dass das Feuer sowohl ein Segen als auch ein Fluch ist. Feuer kann mit seinen Flammen wärmen, Feuer kann unsere Nahrung zubereiten, Feuer kann die Schrecken der Nacht vertreiben. Doch Feuer kann auch versengen, verbrennen und verzehren. Deshalb müssen wir mit dem ewigen Feuer und seinen Geboten in Harmonie leben. Wer seine Lektionen nicht befolgt, wer sie ignoriert und wer sich darüber lustig macht, soll sein Leben in seinen Flammen verlieren. Nehmt euch meinen Rat zu Herzen, gute Menschen, oder ihr werdet mit den Konsequenzen eurer Taten leben müssen. Ein besorgter Bürger. Ein offenbar sehr, sehr besorgter Bürger. Und hier ist der Scheiterhaufen, wo der Bruder gefunden wurde. Offenbar noch mit Holzreliquien, die intakt sind. Statuen der alten Götter. Nur Frauen von der kurvigen Sorte. Merkwürdig, merkwürdig. Blutfleck. Hier wurde Fabian gefunden. Hier hat jemand irgendwas über den Boden gezogen. Oder von einer Wand zur anderen. Mehrmals. Wahlweise die Statuen oder einen Zwerg. Darf ich mal in die Werkstatt? Ich habe da nicht einmal reingeguckt, seit sie Fabian gefunden haben. Aber ich lass dich rein, wenn du willst. Das wäre nett, Freundswerk. Du musst nicht mit reinkommen. Huch. Naja, offenbar kommt er doch mit rein. Noch mehr Blutflecken. Aber nicht so viele, als dass er daran verblutet wäre. Außer jemand hat das Blut weggewischt und nur ein paar Flecken zurückgelassen. Wie zum Beispiel diesen hier. Hallo? Na. Ach, jetzt untersucht er mal den Flick. Augen. Menschlich. Total verwest. Was? Jetzt sehe ich das. Menschlich also? Haben Zwergen andere Augen? Die Möbel wurden umgeworfen. Das hier sieht nach einem Tritt aus. Und hier? Ist das Formaldehyd, so wie das stinkt? Formaldehyd. Ah. Das hat wohl kaum Fabian benutzt. Hier ist nichts. Und stinkt auch nur hier, wie es aussieht. Ich stehle hier mal nichts. Der Arm hat seinen Bruder verloren, ist auch so ganz am Ende. Tja, ansonsten war's das, glaube ich, ne? Ich sag dem Gast nochmal Bescheid gerade. Ja. Ich hab mir deine Statuen angesehen. Und? Lebensecht, findest du nicht? Mhm. Vor allem die Frauen. Melitheles Brüste sind die größten, die ich je gesehen habe. Oh ja, Fabians Werk. Und ich sag noch, Bruder, solche Titten würden jeden Rücken brechen. Schnitz die mal nach. Er meinte aber, sie würden den Absatz steigern und ich solle die Klappe halten. Und das mit dem Absatz kam hin. Bis zu einer Tempelmesse. Da sagte Hochwürden, wer Idole vom Anderling Meier kaufe, sündige doppelt. Als Ketzer und als Lüstling. Da war Schluss mit lustig. Ich bin schon im Bilde. Fabian war in der Werkstatt, als der Mörder ihn angegriffen hat. Sie kämpften. Fabian wurde überwältigt. Dann gefoltert. Eine Weile. Die Einzelheiten muss ich nicht wissen. Sie schlagen mir auf den Magen. Als es vorüber war, zog der Mörder Fabian auf den Hof. Er machte aus den Skulpturen einen Scheiterhaufen und setzte sie in Brand. Aber warum? Wozu denn? Um ein Exempel an ihm zu statuieren. Für die ganze Stadt. Wahrscheinlich wegen den Brüsten. Gut, wir haben genug geredet.
Hier erfahre ich nichts Neues mehr. Pass auf dich auf. Dann macht's mal gut, Hundis. Ich gehe mal ganz langsam voran. Geht's hier eigentlich rein? Nein. Wäre auch zu schön gewesen. So, und wir probieren mal unser Glück. Aber weswegen? Hey, Hexer. Der Leichenbeschauer will dich sehen. Noch ein Opfer. Wes? Ich soll dir sagen, dass die Vordertür für dich offen ist. Du sollst kommen, so schnell du kannst. Scheiße. Untersuche die Gasse und danach sprich mit dem Leichenbeschauer. Noch ein Opfer. Schöne Scheiße. Aber warum Priscilla? Lispelotte, die hat doch was gesehen. Kann ich mit dir reden? Hey, du hast so einen eigenen Namen. Warum kann ich nicht mit dir reden? Hm. Auf Schwester? Ihn. Ist er das? Woher soll ich das wissen? Beobachte. Verdammt nochmal! Du bist so gut wie tot! Wes? Komm schon, komm näher. Schlagt ihn! Tötet ihn! Ach, Freunde. Los, auf ihn! Wir müssen ihn umzingeln. Mach das mal. Du bist so gut wie tot! Ach, Freunde, umzingel mich mal. Entschuldigung, muss ich lachen. Schlagt ihn! Tötet ihn! Double KO? Greift ihn von hinten an! Jetzt alle gemeinsam! Tötet den Bastard! Ich schlitz dich auf, du Lump! Versuch's doch, du Schwanz! Na, jetzt aber. Du Verflup! Du meinst wohl, du kannst mich auch aufschlitzen, was? Schieb's dir in den Arsch, du Irrer! Huren können auch kämpfen! Ha! Ganz ruhig, ich tu dir nichts. Was machst du hier? Rache üben? Was glotzt du denn? Weißt du nicht, dass Mörder immer an den Schauplatz des Verbrechens zurückkehren? Meine Brüder und ich werden ihm einen gebührenden Empfang bereiten. Für Priscilla. Fast hätte er sie erledigt. Ich weiß. Ich bin hier, um nach Spuren zu suchen. Und mit allen zu reden, die etwas wissen können. Ich kann dir nicht groß helfen, fürchte ich. Aber ich kann dir sagen, was ich weiß. Priscilla war nicht das einzige Opfer. Ist dir das klar? Mein Lieber, natürlich ist es das. Dies hat ja nicht erst gestern begonnen. Es sind schon andere so gestorben. Aber wer gibt was drauf? Menschlicher Abfall. So nennen uns die Wachen. Erinnerst du dich an Namen? Sie hatten keine richtigen Namen. Glatze, Locke, Backe, so wurden sie genannt. Keine Freunde, keine Familie. Die Leichen sind schon lange verbrannt. Jemand tötet im Namen des Ordens der Flammen. Irgendein Fanatiker, irgendein perverser Bastard offenbar, der daran Spaß hat. Die Leichen werden möglichst schnell verbrannt, wie es aussieht. Das haben wir schon erfahren. Du und Priscilla seid Freunde? Freunde, nein. Aber sie hat nicht nur eine dumme Hure in mir gesehen. Das war schon was. Ich wollte die Hurerei aufgeben und was Anständiges machen. Aber niemand wollte mich einstellen. Als Wäscherin nicht, als Dienerin nicht, als Köchin nicht. Nur Priscilla war anders. Sie hat mir angeboten, mich in ihrem Stück zu besetzen, weißt du? Viele Schauspieler hatten Angst vor ihren Scherzen über das ewige Feuer. Lispelotte auf der Bühne. Kannst du dir das vorstellen? Na, der Traum ist ja jetzt ausgeträumt. Ich stehe wieder an der Straße. Das tut mir leid. Es könnte auch schlimmer sein. Das sag ich mir jedenfalls. Pass auf dich auf. Ich muss mich noch etwas umsehen. Wäre nett, wenn ihr mich nicht stört. Versteht sich. Wir halten uns zurück.
Aber wenn du hier noch etwas findest, sag es uns. So, ich hoffe, die Herren erholen sich. Ja, ich glaube, denen geht's nicht mehr so gut. Hast du ein Problem? So. Schon wieder vorm alte Hütt. Menschlich. Von Priscilla. Was ist denn das da? Predigt eines besorgten Bürgers. Na, sieh mal einer an. Ist das dieselbe Predigt? Das scheint dieselbe Predigt zu sein, tatsächlich. Nein, da ist noch eine. Vergesst nicht, liebe Leute, dass das Licht, das vom Feuer ausgeht, jegliche Dunkelheit vertreibt, jede Lüge aufdeckt, jede wertlose und verdorbene Seele enthüllt. Nicht einmal Doppler, die ihre Gestalt wechseln, können sich vor seinem Licht verstecken. Auch nicht Hexen und Zauberinnen, die die Bevölkerung mit Leichtigkeit an der Nase herumführen. Und auch nicht die freizügigen Frauen, die den Männern des Nachts auf der Straße mit ihren Reizen den Kopf verdrehen. Entsagt der trügerischen und unmoralischen Magie, bedeckt sittsam eure Leiber und hegt keine unsauberen Gedanken. Dann wird euch das ewige Feuer alle Monster und Sünde aufzeigen oder euch ebenfalls in seinen Flammen verzehren. Ein besorgter Bürger. Eine Feuerschale zu dieser Jahreszeit? Na, die steht aber eigentlich überall rum und vorm Aldehyd. Den Geruch kenne ich, vorm Aldehyd. So. Viel mehr ist hier, glaube ich, gerade nicht zu erfahren, oder? Es ist ja nur diese dunkle Gasse da und da ist nicht viel mehr zu sehen. Was hat die Oh, da ist noch was. Der Fußabdruck eines Mannes. Vielleicht des Mörders. Es lag Gewicht auf der Ferse. Er hat einen Schritt nach hinten gemacht. Der Mörder ist geflohen, bevor die Wachen kamen. Hier entlang. Da entlang? Hier enden die Spuren. Seltsam. Diese Mauer würde nicht mal ich schaffen. Da ist eine Tür. Hä, das verstehe ich nicht. Wie kann der denn da über die Mauer? Eine Illusion ist das nicht, das würden wir aufdecken. Na, was ist? Ich glaube, ich weiß, was hier passiert ist. Priscilla hat sich gewehrt. Der Angreifer ist zurückgetreten und hat die Feuerschale umgeworfen. Jemand muss etwas gehört haben, vielleicht auch gesehen. Es gab Geschrei. Die Wachen kamen. Der Mörder wurde unterbrochen und hat seine Spuren nicht verwischt. Er konnte nur weglaufen und über die Mauer springen. Die Spur endet dort. Das liest du alles aus einem Haufen Müll und ein paar Abdrücken im Schlamm? Das ist mein Berufsalltag. Übung macht den Meister. Das stimmt. Ich weiß auch immer sofort, ob ein Freier zahlen oder sich drücken will. Dieses Talent fehlt mir noch. Pass auf dich auf. Und ich muss einen Mörder fangen. Aber wie... Wie kann der... Das lässt mir keine Ruhe. Wie kann der hier entkommen sein? Da sehe ich dieses Türsymbol, aber... Der ist ja auch nicht hier irgendwie rangeklettert, so ein bisschen Assassin's Creed-mäßig, sondern er soll ja hier direkt rüber gesprungen sein. Was ist das hier? Ja, selbst dann, das ist völlig unmöglich eigentlich. Ich würde gerne mal auf die andere Seite der Mauer... Ist denn die andere Seite der Mauer? Ist die hier? Hier. Es ist so öde, dass es schon wehtut. Mein Mann ist Aufseher von Beruf. Was? Wisst ihr, wer ich bin? Ich bin Jan Baptist der Dritte. Das heißt, er ist direkt hier hingesprungen, wo die ganzen Wachen stehen? Das ist doch total unglaubwürdig. Aber total unglaubwürdig. Ich verstehe das nicht. Na gut, und es gibt noch ein weiteres Opfer. Huch, was ist das denn?
Predigt eines besorgten Bürgers. Schon wieder eine Predigt. Vergesst nicht, liebe Leute, dass ein einmal entfachtes Feuer nicht mehr aufgehalten werden kann, dass es alles aus seinem Weg verschlingt und sein Wüten erst endet, wenn alles zu Asche verbrannt ist. Menschen können vor diesem Element nicht fliehen, und wenn sie sich vor ihm verneigen, wenn sie es in ihr Herz lassen, werden sie auch zu Asche. Fragt euer Gewissen und lebt in Einklang mit den Geboten der Kirche, bevor die Zeit der Buße vorüber ist. Ein besorgter Bürger. Seht ihr sie so oft? Sonst keine Hinweise, nur die Predigt? Und die liegen jetzt überall. Die liegen jetzt überall aus, die Predigten. Jetzt halte ich die Augen natürlich doppelt offen. Und naja, ich glaube, das lohnt sich ja gar nicht mehr. Wir sind eh gleich da. So. Ja, das höre ich öfter. Das ist nichts Neues. Willkommen, Meister Hexer. Hallo, Wache. So, und rein ins Vergnügen. Ein neues Opfer. Geralt, nicht? Gut, dass du hier bist. Ich habe mit der Autopsie auf dich gewartet. Nett von dir. Von meinem letzten Besuch warst du ja nicht begeistert. Weil du unangekündigt und in unpassender Gesellschaft aufgetaucht bist. Außerdem war Hochwürden Nathaniel im Anmarsch. Unser Geistlicher hat die Stadt in einer wichtigen Angelegenheit verlassen. Und ich weiß, wer du bist und was dich antreibt. Ich helfe sehr gerne bei deinen Nachforschungen. Ich hatte gedacht, dass Nathaniel vielleicht, ich hatte gedacht, weil der war vorher Folterer, vielleicht vermisst er so ein bisschen seinen alten Job. Ich weiß es nicht. Du magst Nathaniel nicht? Wer mag den schon? Er ist grausam und unberechenbar. Einmal kam er hier reingestürmt, griff sich das Skalpell, das ich gerade sterilisierte, und schnitt mir in den Rücken bis auf den Knochen, weil ich vergessen hatte, den Lagerraum zu versperren. Es ist nicht leicht, so jemanden zu mögen. Meinst du nicht auch? Es fällt am meisten ein bisschen schwerer. Übrigens, du und von Graz mögt euch nicht besonders. Wie kommt das? Ich habe dafür gesorgt, dass er ins Gefängnis kam. Weißt du, Joachim hat die Studentenproteste von 1242 angeführt. Eine sinnlose, brutale Revolte. Es sind Leute gestorben, Hexer. Wer Freiheit, Gleichheit, Brüderlichkeit ablehnte, lag morgens im Rinnstein. Die Kehle mit klinischer Präzision aufgeschlitzt. Joachim war mein Lieblingsstudent, aber ich musste doch etwas unternehmen. Also zeigte ich ihn an. Dann verließ ich die Universität und nahm die Stelle in der Leichenhalle an. Dort kümmert meine Vergangenheit keinen. Joachim hingegen, die Ironie des Schicksals. Jahre später wurde er Leiter der Station, die ich gegründet hatte. Du wirkst ein bisschen jung, um von Graz Lehrer zu sein. Du hast dich für das kleinere Übel entschieden, nicht einfach. Es kann schwierig sein, das kleinere Übel wählen zu müssen. Das weiß ich ganz gut. In dieser Hinsicht hat die Arbeit hier Vorteile. Hier könnte ich niemandem etwas tun, selbst wenn ich wollte. Wer ist diesmal das Opfer? Joris Aquinus, ein Theologiedozent an der Universität von Ochsenfurt. Wurde heute früh in seinem Haus gefunden. Aus seinen Büchern hatte man einen Katafalk gebaut. Waren irgendwelche besonderen Titel dabei? Offenbar handeln alle Bände vom ewigen Feuer. Es sind Traktate, die sich kritisch mit den Glaubensdoktrinen befassen. Ja, Todsünde in Novigrad. Fangen wir an. Gerne. Die Wunden passen zum Vorgehen des Täters. Das Opfer wurde gefesselt und gezwungen, Formaldehyd zu trinken. Dann entfernte der Mörder die Augen, platzierte glühende Kohlen in den Augenhöhlen, öffnete den Brustkorb und... Was ist das denn? Pergament? Aus Menschenhaut? Eine Nachricht des Mörders. Der Name seines nächsten Opfers. Patricia Wegelbuth. Kennst du sie? Ja, ich war sogar schon mal bei ihr. Mit... Ich muss sie finden. Sofort.
Ach du Scheiße. Eieieiei. Zum Anwesen der Wegelboots. Okay, wir müssen ganz schnell ein Straßenschild finden. Eieieiei. Ach du Scheiße. Okay, pass auf. Ich mach das mal so. So, ich laufe zum Straßenschild. Ist mir jetzt egal. Patricia Wegelmut. Die kennen wir zufällig sogar sehr gut. Die haben wir schon kennengelernt. Aber warum und wieso? So, auf zum Anwesen der Wegelboots. Das müsste ja drüben sein. Imkerei Honigwarp. Ist das nicht? Ah, okay. Imkerei Honigwarp und hier. Ach du Scheiße. Ich hoffe, wir kommen nicht zu spät. Ich hoffe, wir können den Mörder direkt stellen. Das würde einiges sparen. Ich sollte vorher speichern, bevor wir von Mörder gehalten werden. Scheiße, wieso kommen wir nicht rein? Was willst du? Ich will Patricia Wegelboot sprechen. Du glaubst wohl, jeder der hergelaufene Strauch könnte. Sie ist in Lebensgefahr. Lass mich rein, sonst hast du ihr Blut an den Händen. Wenn du dir das nur ausgedacht hast, schmeißen sie meinen Hintern hochkant raus. Und ich dachte, eine Wache sollte ihre Schützlinge beschützen, nicht ihren Hintern. Na schön. Ich bringe dich zu Herrn Wegelboot. Aber keine Tricks, klar? Huch. Geralt, das ist ja eine schöne Überraschung. Gar nicht schön. Ich muss deine Mutter sprechen. Ihr Leben ist in Gefahr. In Gefahr? Mach keine Witze. Ich habe Mutter heute Morgen gesehen. Sie war traurig, aber bei bester Gesundheit. Ich jage einen Serienmörder. Und ich habe Grund zu der Annahme, dass deine Mutter das nächste Opfer sein soll. Naja, selbst wenn. Unsere Wachen. Er ist besonders grausam, wenn er mordet. Er quält seine Opfer, schneidet ihnen das Herz raus. Sehen wir nach ihr. Nur zur Sicherheit, ja? Das ist doch alles kaum zu glauben. Aber es scheint dir ernst zu sein. Bitte folge mir. Oh weh. Ein ideales Feuer für Valentine. Ist nur die falsche Jahreszeit. Ich sagte ja, dass Mutter mir traurig vorkommt. Weißt du noch? Tatsächlich steckt sie mitten in einer Glaubenskrise. Einer schweren. Wir waren in Novigrad. Da hat Mutter die Scheiterhaufen auf dem Platz des Hierarchen gesehen. Sie hat auf dem Heimweg kein einziges Wort gesprochen. Sie brachte alle heiligen Bücher, Insignien und Reliquien nach draußen und verbrannte sie. Dann hat sie sich eingeschlossen. Wir müssen uns beeilen. Oh je, Mine. Wenn sie sich eingeschlossen hat, dann besteht vielleicht noch Hoffnung. Aber der Typ konnte ja quasi durch die Mauer gehen. Ich glaube nicht, dass er drüber gesprungen ist. Hörst du? Still und ruhig. Scheint alles in Ordnung zu sein. Oh nein. Wir sollten reingehen. Zur Sicherheit. Du bist hartnäckig, nicht? Gut. Aber warte hier bitte. Mutter ist sicher nicht in der Stimmung für Gäste. Oh nein. Ah! Er ist zur anderen Tür raus! Schnapp ihn! Scheiße. Diese Sadisten sollten ihren Namen... Ausschwärmen! Der Mörder ist noch hier! Scheiße, ich weiß nicht, ob ich ihn kriege. Ich brech dir die Knochen. Ach Leute, echt mal, ich habe keine Zeit dafür. Wo ist er hin? Da ist er! Auf ihn! Na, Glückwunsch. Jage den Mörder, aber wohin? Muss ich mich jetzt wirklich mit den Wachen rumschlagen? Der Pfeil zeigt nach da hinten. Da unten laufen die rum. Hmm.
kann hier auch keinen... Ah, scheiße. Das ist vor allem nicht mein Tag, wie es gerade aussieht. Scheiße. Nicht mal richtig ausweichen kann man und jetzt kommen die von allen Seiten. Warum denken die denn, dass ich der Mörder bin? Weil ich hier mit der Wache, mit der Dingens rumlaufe? Oh nein. Halt! Sonst kriegst du einen Bolzen zwischen die Augen. Hör mal, ich bin der Falsche. Spar dir die Mädchen. Ich bring dich jetzt zur Erbin. Na schön. Der Mörder ist ohnehin... Scheiße. Zeig den Weg, du Held. Ich wusste nicht, wo ich ihn verfolgen soll. Ich konnte auch die Hexersinn nicht benutzen. Wir haben ihn, Herrin Ingrid. War nicht einfach. Nimm die Armbrust weg, bevor du dir wehtust. Der Mann ist unschuldig. Vergib mir, ich sah ihn rennen. Ich hielt ihn für den Mörder auf der Flucht. Hinter dem war ich her. Ich hätte ihn auch gekriegt, wenn du mir nicht reingepusht hättest. Geh mir aus den Augen, sofort! Scheiße. Mutter, warum hat er ihr das angetan? Warum? Ritualmörder. Weil sie das ewige Feuer gelästert hat. Das ist die einzige Parallele zu den anderen Opfern. Ingrid, ich weiß, dass es hart für dich ist, aber der Mörder hat bisher immer einen Hinweis zum nächsten Opfer bei den Leichen gelassen. Darf ich? Na schön, aber ich lasse dich mit ihr alleine. Ich will sie so nicht sehen. Ich will mich nicht so an sie erinnern. Und sorge dafür, dass sie das letzte Opfer ist. Bitte! Was für ein Bastard. Und das noch im Namen des heiligen Lichts. Und das sind Menschen oder ich weiß gar nicht, Kreaturen, die das... Blutergüsse, abgerissene Fingernägel. Sie hat sich verteidigt. Darum hat es wohl länger gedauert. Und er wäre fast geschnappt worden. Da haben wir es. Süße Nettie bei Krüppel Kati. Er wird dreister. Nicht nur ein Name, sondern auch eine Adresse. Diesmal kommt er nicht davon. Und das sind die Leute, die im Namen einer Religion morden. Predigt eines besorgten Bürgers am Arsch. Ja, so, die kann man auch mal reparieren. Brief gefunden bei der Leiche von Joris Aquinius. Patricia Wegelbutt, ein besorgter Bürger. Vergesst nicht, liebe Leute, dass das Feuer alles in seinem Weg verschlingt, vor niemandem und nichts Halt macht. Das Feuer verbrennt alle Sünder, ob sie Bettler oder Prinzen sind, ob Menschen oder Anderlinge, ob schwach oder mächtig. Wer seine Gebote bricht, wer die Ratschläge der Kirche nicht befolgt, wer die falschen Götter verehrt, soll in seinen Flammen zu Asche vergehen. Lebt in der Wahrheit des ewigen Feuers. Hört auf seine heiligen Männer, denn sie sind eure Hirten. Ein besorgter Bürger. Dieselben Wunden wie die anderen Opfer. Eine Untersuchung wäre Zeitverschwendung. Ich muss zur Krüppel, Kati. Schnell. Ja. Zum Ausrauben habe ich keine Zeit. Ach Mann, Ingrid, es tut mir leid. Ich frage mich, ob wir ihn hätten aufhalten können. Jetzt wollte ich da gerade runterspringen, keine gute Idee, wir haben am Feuer gelandet. Ich frage mich, ob wir ihn gerade hätten aufhalten können. So, das Ortsschild müsste gleich da vorne sein. Scheiße. Hier ist es ungleichmäßig.
noch. Links ist der Busch einen Finger höher als rechts. Scheiße, scheiße, scheiße. Wer ist der Mann? Wieso war der so schnell weg? Wir haben ihn gar nicht richtig sehen können. Krüppelkati. Ich glaube, wir kennen noch Krüppelkati, oder? Haben wir ihn nicht schon getroffen? Ich versuch's mal von hier aus. Wir werden eh so oder so da landen. Ach man, ach man, ach man. Ich hoffe, wir finden den jetzt. Ich will ihn jetzt nicht die ganze Zeit hinterherlaufen und er bringt uns die ganze Zeit irgendwelche Frauen um. Wenn ich ihn jetzt nicht kriege, dann weiß ich auch nicht. Ja, die Krüppelkarte, die war eine Kneipe, ne? Als hätten die hier nicht schon genug Hexenverbrennung und den ganzen Scheiß. Und Unterdrückung und hast du nicht gesehen. Und dann auch so ein Wahnsinniger. Und alles im Namen eines... Ich weiß nicht, ob das ewige Feuer ein Gott ist. Weiß ich ja nicht mal. Ich weiß nicht, ob die einen Gott haben. Keine Ahnung. Aber wieder alles im Namen einer Religion. Im Namen einer Religion foltern und morden und Unschuldige töten. Das ist nie richtig. Das ist keine Religion. Ich speichere hier lieber nochmal. Ich habe nämlich Angst, dass wir es wieder verkacken. Oh weh. Die süße Nettie. Wo ist sie? Oben. Aber sie hat einen sehr wichtigen Kunden. Nicht stören. Brauchst du etwas? Wo ist die scheiß Treppe da? Nee, ich meinte uns beide und dich. Oh, ach so. Dann hänge ich den Beruf an den Nagel. Gerald, fantastische Vorstellung. Du bist ein toller Verkleidungskünstler. Mhm. Immer noch ein weiter oben. Scheiße, wo ist die Treppe? Oh, Entschuldigung. Entschuldigung, ich hab's ein bisschen eilig. So, hier sind wir auf der richtigen Etage. Niemand wird dich hören, Schlampe. Keine Seele. Aber dich. Dich wird gleich die ganze Stadt hören. Und schon wieder störst du mich. Wo ich das doch so verabscheue. Eigentlich will ich mit der süßen Nettie spielen. Danach ist sie nicht mehr so süß. Aber ich kann auch mit dir anfangen. Erzähl mir zuerst, warum du das machst. Zum Spaß. Es ist befriedigend. Man kann mit Huren viele befriedigende Dinge tun. Überwiegend traditionell. Es ist nicht nötig, sie zu töten, glaub mir. Wer redet denn von töten? Ich könnte nach ein paar Verbrennungen Schluss machen. Dritten Grades vielleicht, aber trotzdem. So rosige Haut wird bestimmt besonders knusprig. Das ist nicht der Mörder. Ich hätte ihn vermutet. Oh, ich muss niesen. Verdammt. Ah, genau im richtigen Augenblick. Entschuldigung. Mit einem Schürhaken Brandzeichen machen, Verbrennung machen, foltern, das ist nicht der Mörder. Das ist nicht die Vorgehensweise des Mörders. Was ist das Richtige, was wir sagen können? Spar dir die Lügen. Ich habe deine Opfer gesehen. Ich weiß, wie sie enden. Du hörst nicht auf. Es sei denn, jemand kommt dir in die Quere. So wie ich jetzt. Wovon sprichst du, verdammt? Von Mord. An Fabian Meyer, Patricia Wegelbuth und zahlreichen anderen. Schwachsinn! Du hast dich geirrt, Streuner. Ich habe eine Nachricht bei Patricias Leiche gefunden. Die hat mich hierher geführt. Zu Krüppel Kati und der süßen Nettie. Wenn du sie nicht hinterlassen hast, wer dann? Weiß ich nicht. Aber ich sehe, dass wir reden müssen. In Ruhe. Wer wusste, dass du hier sein würdest? Ich hänge diese Ausflüge nicht an die große Glocke. Stell dir vor. Es gibt nur einen Mann, der... Aber das ist doch nicht möglich. Der fasst doch sogar Leichen mit Samthandschuhen an. Der Leichenbeschauer.
Er hat gesagt, du wärst beschäftigt. Dass du nicht in die Leichenhalle kommst. Ich muss ihm nach. Geh, aber zum Lagerhaus 12 bei den Docks. Da ist er um diese Tageszeit Material beschaffen. Formaldehyd. Ich bleibe hier. Ich habe mit der süßen Nettie noch eine Rechnung offen. Schließlich habe ich im Voraus bezahlt. Dann zahlst du nochmal. Für sie und all die anderen Frauen, die du schon gefoltert hast. Entschuldige bitte. Das konnte ich nicht zulassen. Du bist frei. Danke. Danke. Wenn du nicht wärst... Er hat gefragt, ob ich alles mache. Wenn der Preis stimmt, natürlich, habe ich gesagt. Da lächelte er. Götter, wie abscheulich. Und schlug zu, dass ich ohnmächtig wurde. Als ich aufwachte, war ich gefesselt. Und er machte den Spieß im Feuer heiß. Beruhige dich. Er wird dir nichts mehr tun. Er wird niemandem mehr was tun. Das war der erste. Toller Orden. So. Und jetzt gehen wir zum Lagerhaus beim Hafen. Denn da haben wir noch eine Rechnung. Offen. Entschuldigen Sie bitte, ich muss hier mal durch. Das ist eine materielle Welt und ich bin ein materielles Mädchen. Wenn du was sehen willst, musst du dafür bezahlen. Ja, weiß ich doch. Abgeschlossen. Ach da. Geh zum Lagerhaus beim Hafen. Sieh an. Da wollte jemand die Schuld von sich weisen. Aber wie kann der Leichenbestatter denn bitteschön so hoch springen? Das ist mir immer noch ein Rätsel mit der Mauer. Formaldehyd, da hätte ich auch selber drauf kommen können. Scheiße. Der Tori latscht hier immer noch im Kreis rum. Der findet nicht mehr nach Hause, glaube ich. Entschuldigung. Hab hier was zu tun. Na, Glückwunsch. Und da sind wir schon. Ich speichere mal vorher. Und schalte mal eben in den Endscreen, denn wenn ich so auf die Uhr gucke, es tut mir so leid, aber vor der finalen Konfrontation, ich bin ziemlich sicher, dass wir den Leichenbestatter jetzt hier finden werden. Das gibt's doch gar nicht, aber warum? So ein Fanatiker, aber warum? Ist es denn jetzt... Es ist doch derjenige welche, der uns auf die Spur geführt hat, der die Haut... Oder? Ich weiß es gar nicht. Ist es jetzt der erste oder der zweite? Ich weiß nicht, welcher von beiden es ist, weil der zweite hat uns ja quasi den Namen auf dem Hautpergament gezeigt, quasi vom nächsten Opfer und war dann aber schon da und ist dann da geflüchtet. Der kann es ja quasi gar nicht gewesen sein. Es sei denn, der ist ultraschnell, aber das kann es ja auch nicht sein. Ist es der freundliche Mediziner aus dem Krankenhaus? Kann es ja eigentlich auch nicht sein. Oder ist es doch? Aber dann wäre Priscilla natürlich wahrscheinlich schon tot. Es sei denn natürlich, Rittersporn sitzt neben mir. Ich weiß es einfach nicht. Scheiße, wir werden es erfahren. Ich mache jetzt mal Schluss mit dem Endscreen, denn ich möchte jetzt dringend ins Lagerhaus gehen in der nächsten Folge. Und dann möchte ich dringend herausfinden, welcher von beiden das ist. Oder vielleicht noch ein Dritter im Bunde. Und dann machen wir dem Scharlatan nicht. Das ist schon echt so ein Psychomörder. Diesem ekelhaften, widerlichen Bastard von Psychomörder machen wir dann den Gar aus. Ohne Gnade, ohne Reue. In der nächsten Folge. Bis dahin vielen Dank fürs Zuschauen und gehabt euch wohl.